Der Engel mit Sichel. Und der Seemann, der den Samen, sozusagen ausgeschüttet hat mit der Seemannsschürze und jahrzehntelang bis zu seinem Tode gelebt hat, die Besitzstruktur gehabt hat, vom Vater, von den Vätern der Väter übernommen, von den Vätern der Väter übernommen und von den Vätern der Väter übernommen und von den Vätern der Väter übernommen. Verstehst? Und dann nochmals ein paar Mal, was aber dann nicht nachweisbar oft ist. Also 7 Generationen. Und da muss man Acht geben, dass das so bleibt. Verstehst? Dazu bin ich gekommen. Ich bin nicht aus Österreich gekommen. Verstehst? Ich bin dazu gezeugt worden. Ich bin nicht geschaffen worden. Ich wurde gezeugt vom Vater. Und ich bin der Sohn. Ich bin der Menschensohn. Das meint Jesus Christus. Er ist so wie ein Verfassungshüter, aber über den ganzen Erdball und weit darüber hinaus. Bei seinem Vater, die Gottheit, ist auch der Herrscher der Herrscharen im Himmel, die nicht so wie wir aus einem Leib haben, aber die noch größere Phänomene sind. Das heißt einmal, kein Mensch auf der Erde, wenn noch so heilig gelebt hat, ist wie der kleinste Engel. Und wenn man gearbeitet hat, und dann sitzt man bei den schönen, wertvollen Truhen und schaut man auf den Schrein mit Schmiede, Eisen und so weiter, fragt man sich, ja, die Lebensführung, die ich zum Teil schon gemacht habe, vollzogen habe, oder Lebensführung, Halle, was ich lass dich raus. Sie wollen die frische Luft, Tippi. Es ist eine giftige. Was schnell, du musst nicht stecken, bitte. Ja, danke. Sie hat mich nicht gestochen. Es war eine. So, also die Lebensführung vor Gott. Ob sie vertretbar ist und war und ob ich sie noch verbessern könnte. Verstehst? Kann man sich immer fragen am Abend. Jeden Abend sollte man die Zeit finden, so eine Stunde also darüber nachzudenken, ob die Pfauenfeder schön genug ist, oder ob man sie noch verbessern kann. Oder sowas. Was treibt mich und wie fühle ich mich? Und setze ich meine geistigen und leiblichen Kräfte richtig ein? Das heißt, gehe ich vergeudet mit meinen körperlichen Vitalkräften um, durch zum Beispiel schlechten Umgang mit anderen, oder kann ich immer konstruktiv gute Dinge beitragen, dass mich die anderen auch mögen und schätzen? Und erkennen, dass ich ein guter Wicht bin. Stehst? Also, dass ich dem anderen auch die Schwalben auf seinen Telegrafenmasten lasse. Und nicht sage, nur mir gehört der Strom, sondern uns beiden gehört der Strom, wir teilen uns. So, die Infrastruktur spielt nämlich gegeneinander aus. Wir sagen, ja, schon, wir lieben die königlichen Dinge, verstehst? Wir sagen nicht nein zu dem, was schön ist, dem Erdball.
Wir sagen, wir haben Google Earth auch mitentwickelt. Wir haben kein großes Problem mit der Pracht in der Welt. Dass sie sagen, wir müssen so wie arme Schlucker leben. Und wir vergönnen den anderen den Notstand nicht, sondern im Gegenteil. Ich bin sehr froh, wenn ich merke, jemand andere kriegt ihn endlich. Und dass er sich verbeugen muss von falsche Magistern, die alles nur wollen, obwohl sie eine Arbeit. Wenn es mir lieber von der Maschinenschlosser, der ein Notgerät sofort und unmittelbar die Notstand bezieht und sich nicht entmenschlich demütigen braucht, verstehst du? Ich helfe ihm da dabei sogar sehr stark. Und wenn er in Österreich keine Kameraden, die verständnisvoll sein sollten, finden kann, da komme ich sogar mit dem Verfassungsschutz aus dem Ausland. Und sollte das nicht reichen, komme ich sogar aus anderen Kontinenten wieder zurück. Als helfende Kraft, verstehst? Und damit sage ich, mein Verhältnis zum Leben habe ich überdacht. Und die Begabung, die Fähigkeiten wurden mir anvertraut und ich habe sie erkannt und die Kraft, mit der Kraft habe ich sie umgesetzt. Und dann wünsche ich dir für die Mitarbeit beim Holzschlichten und den Arbeiten und für das Fahren alles Gute. Und ich sage, schau meine kleinen Hände und deine großen Blattschirmen. Und ich, mein Papa sagt, ich habe schon die größten Hände, schau. Schau mal, leise mal. Er sagt immer, ich habe die größten Hände. Und schau jetzt, du hast noch größere. Wahnsinn. Die Lebenslinien. Die Herzlinie, die Lebenslinie und die Schwielen. Die kannst du ja kennen, die Schwielen. Schau. Was ist die Herzlinie? Ich als Softwareentwickler habe manchmal auch Schwielen gehabt. Immer. Wo ist die Herzlinie? Herzlinie. Hier. Und hier Lebenslinie. Das ist ein Südamerika, gell? Südamerikanischer. Madeira. Spanischer. Allerdings, danke für das gute Essen für Sie. Danke.